Hey und willkommen zurück zu The Wind Waker HD. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum ich hier in der Spielstandsauswahl bin. Das liegt daran, dass ich gerade das Spiel gestartet habe, eigentlich dann aufnehmen wollte und der rote Leuenkönig hat mich aber erstmal zugelabert und das wollte ich euch halt zeigen, was der zu sagen hat. Ich starte dann hier und ja, da fängt direkt an zu reden. Oh, du Schalze, bist über beide Ohren. Hast du etwa das Segel gefunden? Sehr schön, dann will ich dir mal die Bootssteuerung beibringen. Nähere dich dem Boot von der Seite und drücke A an Bord, um an Bord des Bootes zu gehen. Okay. Drücke A, um das erhaltene Segel auf dem Boot zu setzen. Das Boot wird vom Wind im Segel angetrieben. Behalte deswegen die Windanzeige hinter dem Boot im Auge. Manövriere das Boot mit Hilfe von dem linken Stick so, dass es immer Rückenwind hat. Ja, wenn wir das Segel einholen, dann können wir auch ein bisschen langsamer fahren. Und konntest du mir folgen? Ja, klar. Das Einzige, was dir auf weiter See als Navigationshilfe dient, ist deine Seekarte. Ich habe deinen Zielort auf der Seekarte eingezeichnet. Ja, okay. Gut, wir haben Westwind. Ideale Bedingungen, um nach Osten zu segeln. Setze das Segel und los geht es. Ja, ich wollte aber jetzt noch erstmal in die Lichtbildgalerie schauen. So heißt das, glaube ich. Und dann fahren wir endlich zum ersten Mal aufs Meer. Ich freue mich schon voll. Ah, das wird super. Gut. Jetzt aber erstmal noch ganz kurz da rein. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt. Bezüglich unserer Fotobox, die wir das letzte Mal bekommen haben. Aber mal schauen. Der Herr hier hat uns ja angeboten, dass wir seine Galerie ein bisschen angucken. Fürwahr, deine Fotobox ist wirklich von ganz fabulöser Qualität und gar meisterlich verarbeitet. Früher hatte ich genauso eine. Wenn du möchtest, kannst du meiner wunderbaren Lichtbildgalerie gerne einen Besuch abstatten. Ja, das werden wir auch noch tun. Da gibt es ein paar interessante Sachen zu sehen. Und Link gleich so... Was sind das denn für Bilder? Alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Voll erschreckt. Aber du brauchst doch nicht so zu erschrecken, Freund. Gräme dich bitte nicht weiter. Es ist nun mal eine leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meinen Jugendjahren gemacht und sie sind mein ganzer Stolz. Als ich nämlich noch jung war, befuhr ich das große weite Meer immer mit meinem Finger am Auslöser, damit mir auch ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Okay, das... Schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Was ist auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Eine Lebensform namens Schleim, jawohl. Da ihr heilsame Kräfte zugesprochen werden, wird sie unter Seemännern als wertvoller Proviant geschätzt. Besonders der blaue Schleim ist nur sehr schwer anzutreffen. Ihn vor den Sucher zu bekommen, ist wahrlich die Ausnahme. Ein Lichtbild, ach was. Das habe ich auf einer kleinen abgelegenen Insel im Südosten von hier fotografiert. Eine gelungene Aufnahme, nicht wahr? Vor der Tür stand ein stolz aussehender Verwalter, so dass ich ganz hingerissen auf den Auslöser gedrückt habe. Ich frage mich nur, wem dieses Anwesen wohl gehört? Gute Frage. Ein großartiges Lichtbild. Da stand plötzlich dieser ominöse Turm auf hoher See. Seltsam, wirklich überaus seltsam. Ob der wohl noch immer da steht? Ich würde ihn mir zu gerne noch einmal ansehen, sollte ich jede Gelegenheit dazu haben. Das kennen wir doch. Ein Lichtbild, des Motiv dir vertraut ist. Oh ja. Sehr gelungen, die Aufnahme, nicht? Sie zeigt das schöne Präludien und ich habe sie gemacht, als ich noch jung war. Es war ein wirklich idyllisches Fischerdorf und so reich an vielfältiger Natur. Und ein bezauberndes Mädchen gab es dort auch. Nun, aber die Zeit wird wohl auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen sein. Könnte das unsere Oma sein? Man weiß es nicht. Was ist auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Vor langer Zeit soll mal ein Schiff gesunken sein, und als ich so auf See war, da erschien es plötzlich aus dem Nichts. Es ist wahr, ich habe es mit meinen eigenen Augen weit in der Ferne gesehen. Völlig durchscheinend und unheilvoll war es, denn als Geisterschiff befährt es jetzt das Meer. Man erzählt sich, dass es einen Mann gegeben haben soll, der den Kurs des Geisterschiffes beobachtet und davon eine Karte angefertigt hat. Doch kaum hatte er die Feder abgesetzt und die Karte vollendet, soll er auch schon verstorben sein. Fürwahr unheimlich. Wie auch immer, mit dieser Karte könnte es einem vielleicht gelingen, in das Innere des Geisterschiffes zu gelangen und den dort schlummernden Schatz zu bergen. Okay. Da hinten sind auch zwei Kisten. Naja, okay. Kommen wir auch noch später zu.
Eine eigentümliche Steinstatue, nicht wahr? Die Insel, auf der ich sie fotografiert habe, wird Triangelinsel genannt. Sie befindet sich genau südlich von hier. Triangelinseln gibt es 3 auf der Welt. Eine im Norden, eine im Süden und eine im Osten. Und ja, eine solche Steinstatue findest du auf jeder von ihnen. Okay. Und die verwunschene Bastion. Genau. Sie liegt nordwestlich von hier. Jedoch hängen in letzter Zeit immer diese schwarzen Wolken über ihr. Wirklich unheimlich, kann ich dir sagen. Wenn du an deinem Leben hängst, Freund, dann tust du gut daran, dich möglichst von diesem Ort fernzuhalten. Ich spüre Böses dort. Böses, das nicht von dieser Welt ist. Höre auf meine Worte. Ja, von da sind wir ja gekommen. Okay, das war's dann auch mit der Lichtbildgalerie. Hast du noch irgendwas zu sagen? Soll ich dir verraten, wie du die besten Lichtbilder machst? Ja, bitte. Du musst dein Motiv aus einer gewissen Entfernung heraus in den Sucher nehmen, sodass du Freiraum in der Gestaltung der Gesamtkomposition hast. Zoomst du zu nah heran, erkennt man nämlich nichts mehr, verstehst du? Und das kann ja wohl nicht der Sinn eines guten Lichtbildes sein, oder? Okay, gut. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie man seine Fotobox upgradet, sodass ihr dann farbige Bilder macht. Muss ich halt noch gucken, das war in der HD-Version ein bisschen anders als auf dem GameCube. Schon seit meinen Jugendjahren beschäftige ich mich mit dem Bau von Fotoboxen. Es ist mein Lebenstraum, die ultimative Box zu schaffen und damit die Fotografie zu revolutionieren. Und ich glaube, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Aber ich bin leider nicht mehr der Jüngste. Ich möchte diese Insel nicht mehr verlassen. Möchtest du vielleicht mein Assistent werden und mir bei meiner Lichtbildrevolution helfen? Ja, doch. Oh! Es ist auch wirklich dein Ernst? Aber bitte mach dir keine Illusionen, es ist ein langer Weg zum Assistenten. Als Assistent musst du in der Lage sein, jede meiner Anweisungen in Hand umdrehen und zu meiner Zufriedenheit auszuführen. Ich schlage vor, wir stellen dich erstmal ein wenig auf die Probe. Na, traust du dir das zu? Ja, klar. Schön, so soll es sein. Wie war gleich wieder dein Name? Link? Gut, ich werde dir insgesamt 3 Aufgaben stellen. Ich kann gerade nicht mehr sprechen. Insgesamt 3 Aufgaben stellen. Und wenn du sie alle zu lösen vermagst, dann mache ich dich zu meinem Assistenten, Link. Kommen wir also zur ersten Aufgabe. Ein Liebesbrief. Ist dir das ein Begriff, mein junger Freund? Nun, vermutlich noch nicht in deinem Alter. In dieser Stadt gibt es jemanden, der nicht müde wird, Liebesbrief um Liebesbrief zu schicken. Und das, obwohl ihm seine Angehimmelte schon mit Körben überhäuft hat. Da ich nicht länger zusehen kann, wie er sich unglücklich macht und sie unter seiner Persistenz leidet, würde ich gerne demnächst Zwiesprache mit ihm halten. Deine Aufgabe ist es nun, ein Beweislichtbild zu machen, auf dem zu sehen ist, wie er einen seiner Liebesbriefe einwirft. Nicht sonderlich schwierig, oder? Wenn du mein Assistent werden willst, dann darf dir solch eine Aufgabe keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob wir diesen Part doch noch auf... Also, ob wir diesen Part schon aufs Meer fahren werden. Denn, ich habe jetzt hier gerade erfahren, dass es noch eine Sidequest gibt und die dauert auch ein bisschen. Nämlich muss man jetzt insgesamt 3 Fotos machen, glaube ich. Also einmal von dem Typen, der Liebesbriefe einwirft, dann, ja, das sehen wir alles noch. Und das dauert halt auch eine Weile. Aber... Um die 100% zu erreichen, muss man ja die sogenannte Minitendo-Galerie auch komplettieren. Und das geht halt schlecht, wenn man sich die Fotobox Deluxe nicht früh genug holt. Weil man braucht da diese... Also, ich erkläre mal kurz das Prinzip von der Galerie. Das ist so eine Figurengalerie. Da macht man halt von allen Charakteren, Gegnern, Bossen im Spiel Fotos. Und von diesen Fotos werden dann halt diese Figuren angefertigt. Und man braucht aber die farbige Fotobox dafür. Sprich, mit der, die wir jetzt haben, geht das nicht. Mit dieser Schwarz-Weiß hier. Schwarz-Weiß-Kacke geht nicht. Und ich möchte halt vor dem ersten Boss jetzt auch schon die Farbbox haben, sonst... Ja gut. Ja. Eigentlich braucht man das wirklich erst spätestens beim dritten Boss. Nicht wahr? Aber ich möchte es halt, trotzdem schon jetzt haben. Einfach, wir sind schon da, deswegen. Wieso nicht? So. Das erste Foto jetzt von dem Typ, der die ganze Zeit diese Liebesbriefe schreibt.
Das ist, wo ist der Typ jetzt? Da vorne, der mit dem, mit der roten Hose, mit dieser komischen, weiß nicht, Lederhose wird es glaube ich eher nicht sein, aber naja. Jedenfalls geht er jetzt hier runter, diesen Weg, bis zu diesem Briefkasten hier. Zack. Und wir müssen dann halt aus der Entfernung ein Foto machen. Ich werde erstmal kurz was gucken, nämlich die Tingelflaschen. Bitte, bitte. Ach, der schickt hier schon. Ja, stimmt, das geht ja auch. Das passt auch noch gerade zu dem, was ich gerade erklärt habe, wegen der Galerie. Man kann auch die Fotos aus dem Miiverse, die andere Spieler schicken, benutzen. Hier, das kann man speichern. Und von denen dann halt die Figuren anfertigen lassen. Also man kann im HD-Remake hier eigentlich nichts mehr verpassen. Aber ich möchte halt alles selber machen, die ganzen Fotos. Deswegen, die Fotobox Deluxe jetzt schon. Ja, es tut mir ein bisschen leid, ich wäre jetzt auch schon gerne in dem Part aufs Meer gefahren, aber das kam so überraschend, ich wusste gar nicht, dass das kommt. Naja, gut. Verbringen wir halt noch ein bisschen Zeit auf Portemonnaie, ist ja auch nicht so schlimm. Hey, die Schweine. Ja, man kann die Schweine auch hier voll aufschlitzen. Und dann werden die halt wie die Hühner, laufen nicht ins Wasser, nein. Wie die Hühner aus den anderen Zelda-Spielen, wütend und greifen einen an. Moment. Zack. Das braucht aber ein bisschen. Scheiße. Bleib stehen, okay. Oh yeah. Ah, shit. Nein, geh weg. Die machen halt ein Herz pro Hit. Und ich habe nur drei Herzen. Das ist ein bisschen doof. So, gut. Ja, im Wasser werden die dann wieder... Da kühlen die dann wieder ab. Und ich sollte vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Ich bin so ein Idiot, ne? Ich bin so behindert. In meinem Schädel. Was machst du hier eigentlich, du Hund? Hast du den Briefkasten gesehen? Ja, ja, ja. Von einem Postboten des Volkes der Orni abgeholt. Die nehmen ihre Arbeit nämlich ganz schön ernst und sind sehr verlässlich. Ja, super. Leute. Ich habe jetzt ernsthaft verpasst, wie der den Brief eingeworfen hat. Ich bin so dumm, ne? Ja, ich steche ein bisschen die Schweine ab. Oh, scheiße, ich hab's verpasst. Oh, Mann. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn er den Brief wieder einwirft. Man geht einfach in das Haus und wieder raus, dann ist er wieder auf dem Weg zum Briefkasten, wie man hier gleich sieht. Ja, wo ist er? Der startet da oben, glaube ich. Ja. Das heißt, wir sehen uns gleich beim Briefkasten wieder. Bis gleich. Leute, er kommt. Ja. So, jetzt habe ich hier ein bisschen gewartet und jetzt müssen wir aufpassen. Also ein schönes Bild müssen wir schon machen. Moment, vielleicht stelle mich lieber hier auf den Steg. Ja, ist glaube ich ein bisschen besser. So, jetzt aber schnell. Und ja, das ist perfekt. Ja, hab ich keiner gesehen. Und tschüss. So, das zeigen wir jetzt dem lieben Lichtbild Master oder wie auch immer der heißt. Der hat auf jeden Fall einen Namen, aber das erfährt man glaube ich nur durch die Minitendo Galerie selber. Das ist so bei den meisten Charakteren im Spiel so. Also man kann wirklich jeden NPC hier fotografieren und von dem wird dann eine Frisur, genau, eine Figur angefertigt. Und da erfährt man dann halt die Namen von denen. So. Ja, das weiß ich schon. Ein Ganzkörperlichtbild, ja, okay. Okay, ich zeig's ihm jetzt, so. Bitteschön. Ja, auswählen, herzeigen, genau. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Liebe muss wohl blind und taub machen, sonst hätte er doch schon längst mitbekommen, wie vergeblich sein Bemühen ist. Da werden Erinnerungen an meine eigene Jugend wach, als ich... Aber lassen wir das. Die erste Aufgabe hast du jedenfalls mit Bravour bestanden. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. Okay, nächste Aufgabe, bitte. Die zweite Aufgabe. Finde mir den größten Feigling der Stadt. Ich werde dann dafür sorgen, dass er etwas mehr Mut fasst. Deine Aufgabe ist es nun, diesen Hasenfuß im Moment des Erschreckens abzulichten. Ob du diese Aufgabe auch bewältigen wirst? Ja, das ist zwar schon etwas schwerer zu finden, aber ich weiß halt, wo die sich befinden. Diese ganzen Leute, die man jetzt
abfotografieren muss. Ich verspreche mich heute ziemlich oft. Naja, gut. Der ist nämlich hier im Café. Hier gibt es auch nur den einen Typen. Und die Kellnerin halt, aber die ist es natürlich nicht. Das ist nämlich der Typ hier. Da muss man nämlich... Ja, hier so ein Steck runterwerfen und dann erzittert der schon. Und da muss man ein Foto machen. Zack. Ich hoffe, das... Ja, doch, das klappt schon. Moment. Ja, der hat hier schon ganz viel Angst. Aber wenn man hier sowas runterwirft und während er noch so zittert mit ihm spricht, dann sagt er auch was Lustiges. Willst du mich zu Tode erschrecken, Junge? Ich dachte schon, ein Erdbeben würde unsere Stadt in die Meerestiefe reißen. Ja, klar, so ein Teller fliegt da runter und der... Erdbeben, Shit! Klar. So ein richtiger Feigling. Naja. Gut, das hätten wir jetzt auch. Fehlt nur noch eins, dann haben wir es auch schon. So. Ich habe Angst. So, bitteschön. Zweifelsohne, das muss der größte Feigling der Stadt sein. Wirklich einfach nur köstlich, dieses Lichtbild. Auch die zweite Aufgabe hat dich vor keine größeren Probleme gestellt. Gratuliere. Das Lichtbild erlaube ich mir noch zu behalten. Ja, das wissen wir. So, dritte und letzte Aufgabe, glaube ich. Genau. Er sagt es einfach genauso wie ich. Die dritte und letzte Aufgabe wartet darauf, von dir gemeistert zu werden. In dieser Stadt gibt es einen Mann und eine Frau, die sich sehr zugetan sind, aber aus irgendwelchen Gründen sind beide leider zu schüchtern, sich endlich mal anzusprechen. Sie werfen sich nur manchmal einen kurzen, verstohlenen Blick zu, wenn sie auf der Straße aneinander vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mit anzusehen. Diese Stadt und ihre Bürger liegen mir sehr am Herzen und deswegen habe ich beschlossen, in diesem Fall ein wenig den Amor zu spielen. Deine Aufgabe ist es nun, den Moment auf... Oh Gott, was ist mit mir? Den Moment auf Lichtbild zu bannen, in dem ihre Gefühle füreinander offensichtlich sind. Und wenn du auch diese letzte Aufgabe gemeistert hast, dann wird dir die Ehre zuteil, mein Assistent zu werden. Hohoho, heitere Aussichten, nicht wahr? Also streng dich an, Freund. Okay, das letzte müssen wir auch wieder ein bisschen warten, leider. Aber, ja, führt kein Weg dran vorbei. Das sind nämlich einmal diese Frau hier... Und, nein, nicht, geht weg. Und der Typ, der mit uns schon spazieren gehen wollte, der ist hier oben, irgendwo. Genau, da ist er. Mit der komischen Haarlocke voll nach hinten. Naja, gut. Keine Ahnung, wie man so eine Frisur macht, aber okay, das ist so anscheinend möglich. Na, holen wir uns mal die Tingle-Flasche da unten, diese Flaschenpost. Wahrscheinlich auch wieder so Mini-Nintendo-Zeugs, oder? Ja, gut, das sehen wir uns jetzt mal nicht weiter an. Ich könnte ein bisschen Rubies ja, farmen, wenn man das so nennen kann. Hier ist einfach nichts, okay. Dann spring ich mal hier rüber. Das hätte fast nicht geklappt. So, zack. So, hier sind, glaube ich, öfters mal 20 oder so. Oder 10, keine Ahnung. Ja, jetzt waren mal wieder nur 5. Naja. Hier gibt's 4 Schweine, oder? Oder gibt's hier nur 3? Aber hier sind da, glaube ich, 2 hier unten. Ja, die 2 und da oben ist noch 1. Okay, gut. 3 Schweine, okay. Hier ist noch so eine Flasche Boost. Eine, die im Draconia-Bereich fehlt. Okay. Ja, ich lasse das jetzt, glaube ich, mit den Tingle-Flaschen. Moment, kann ich das nicht irgendwo umstellen? Also hier nicht. Geht das hier? Moment. Nee, da auch nicht. Vielleicht hier? Ups. Nein! Das will ich doch nicht. Ich will doch nur umstellen, dass das... Wo geht das denn zum Umstellen? Das ist doch... Ich verfolge mal lieber den Typen, sonst verpasse ich das nochmal. Das muss jetzt auch nicht sein.
Na, Digi, was geht? Na, nicht du! Ich wollte doch nur rollen. Was? Naja, okay. So, ich stelle mich mal optimal hin. Vielleicht ja, hier so. So, genau. Ja, wo geht denn das jetzt? Geht das echt nicht zum Umstellen? Nein, geh weg. Fotobox. Nee, das geht hier nicht. Ja, dann... Egal, dann ignoriere ich das einfach, das Ganze. Ist ja nicht so schlimm. Wo bleibt denn der Typ? Ah, er ist schon auf dem Weg. Vielleicht auch von oben? Na, ist auch nicht so gut wegen dem Baum. Der ist... Der steht im Weg, genauso wie ihr gerade, ihr kleinen Hosenscheißer, Mann. Oder kann man sich darauf stellen? Nee, das... Oder? Nee. Das geht nicht. So, jetzt kommt er. Die kleinen Kinder sollen sich verpissen. Geht weg. Ja, komm, geh weiter. Oh yeah. So. Hätten wir das auch gemacht. So. Jetzt ist er bestimmt ganz happy und upgradet vielleicht unsere Fotobox. Ich weiß es nicht. Oho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Diese beiden waren das also. Ihre Blicke waren wohl so verstohlen, dass selbst ich nichts davon mitbekommen habe. Und dabei lebe ich hier auch schon so manchen Lenz. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten, ja, schon klar. Bravo, du hast damit alle Aufgaben gemeistert, die ich dir gestellt habe. Von nun an darfst du dich also als meinen Assistenten betrachten. Und als Assistent von Immanuel Kokfa wirst du nicht mehr mit Schwarz-Weiß-Lichtbildern arbeiten. Niemals wieder! Stattdessen gebe ich dir diese Fotobox. Oh yeah! Deine Fotobox stellt jetzt die Deluxe-Version dar. Ein wundervolles Geschenk von Immanuel Kokfa an seinen teuren Assistenten. Dich! Du kannst damit Farblichtbilder schießen. Sehr cool. So, jetzt bist du in der Lage, herrliche Farblichtbilder anstatt der bisherigen Schwarz-Weiß-Lichtbilder zu machen. Und nun geh hinaus in die weite Welt und fotografiere alles, was dir vor den Sucher kommt. Tu, was ich mir immer erträumt habe, Link, mein Freund und Assistent. Yeah, sehr cool, danke. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Hat sich gelohnt. Wir könnten an sich auch schon die ersten Fotos von irgendwelchen Charakteren machen. Ja, komm, wieso nicht? Erstmal den Typen hier. Zack. Und die Tratschtanten hier. Ah, da ist sogar oben links. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe Wind Waker HD schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal sogar durchgespielt. Mir ist das nie aufgefallen, dass wenn man so ein gutes Bild hat, oben links ist da so ein Gut-Siegel. Das ist okay, das ist nützlich. Ist gut zu wissen. Moment, ist das auch Album? Bei ihm auch, ne? Ja, gut. Okay, sehr schön. Moment. Ah, fuck. Ah, Gott. Geht weg. Die verfolgen mich. Nein! Okay. Ja, voll abgebremst. So. Und dann noch die hübsche Dame hier. So. Perfekt. Ja, 5 Bilder reicht dann auch schon. Ah, wobei, wenn der hier schon vorbeiläuft, wieso nicht, oder? Achso, ich hab den ja schon, oder? Moment. Nee, hab ich nicht. So. So ein ganz ernster Blick. Lösch das Foto, du Hund. Aber nö, mach ich nicht. ja, an sich... Jetzt gibt's wirklich nichts mehr zu tun, jetzt bin ich mir sicher. Leute, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich recht herzlich mal wieder fürs Zusehen. Und das nächste Mal geht's dann wirklich aufs weite Meer hinaus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao.